Hallo und willkommen zu einem neuen Video, in dem es um mein brandneues Schnittmuster Karneval geht. Ich möchte euch heute mein neues Schnittmuster vorstellen und euch auch einige Tipps geben, damit ihr alle verschiedenen Varianten von Karneval möglichst problemfrei umsetzen könnt. Das Schnittmuster ist schon sehr umfassend, aber hier heute habe ich noch ein paar extra Bonustipps für euch. Karneval ist eigentlich eine Schnittmustersammlung. Ich habe vor einigen Monaten diese kleinen Nadelkissen entworfen. Und als das erste Nadelkissen fertig war, habe ich mir sofort gedacht, dass das Ganze auch wirklich ganz schick aussehen würde in groß. Und deswegen ist im Schnittmuster nicht nur die Anleitung für ein Nadelkissen enthalten, sondern auch für Kissen, also quasi die ganz große Version. Und nicht nur diese wirklich riesig große Version, sondern auch noch ein Kissen, das ein klein wenig kleiner ist, wer nicht gleich so ein riesiges Monstrum nähen möchte. Und weil aller guten Dinge drei sind, gibt es außerdem auch noch eine Anleitung, wie man aus eben genau diesen Kissengrößen Platzsets nähen kann und damit dann die Tafel, die festliche Tafel zu Hause noch schmücken kann. Alle diese Projekte kann man mit diesen drei verschiedenen Designs nähen. Also man kann dieses Design sowohl als Kissen in zwei Größen, als Platzsets in zwei Größen, als auch als Nadelkissen nähen. Und das gleiche gilt für diese beiden Designs. Das Schnittmuster ist also ein echter Tausendsasser und eigentlich eine Schnittmustersammlung, mit der ihr wirklich ganz, ganz kreativ sein könnt. Wenn das Schnittmuster zu euch kommt, sind es insgesamt über 40 Seiten. Aber keine Angst, ihr könnt euch einfach ein Projekt aussuchen, das ihr nähen wollt, also entweder ein Nadelkissen, ein Kissen oder ein Untersetzer. Und dann geht ihr zu dem entsprechenden Abschnitt. Und in diesem Abschnitt findet ihr dann alles vom Materialbedarf über die einzelnen Schritte, die ihr braucht, um die Projekte zu nähen. Also ihr müsst nicht 45 Seiten Anleitung durcharbeiten, sondern es ist so aufgebaut, dass ihr quasi immer zu der einzelnen Anleitung gehen könnt und dann dort alles findet, was ihr braucht. Natürlich sind auch alle FPP-Vorlagen enthalten und die sehen so aus. Meine hat hier einen kleinen Fleck. Das ist bei euch dann natürlich nicht so. Aber ich wollte euch einmal da durchführen, wie diese Vorlagen aufgebaut sind, was ihr tun müsst, um genau die Vorlage auch dann schließlich zur Hand zu haben, die ihr braucht. Die Vorlagen, die sind alle beschriftet. Ihr seht sowohl, um welches Projekt es sich handelt, also hier zum Beispiel um das kleine Kissen bzw. das kleine Platzset. Es steht auch drauf, wie oft ihr das pro ein Artikel ausdrucken müsst. Also die Keile müsst ihr insgesamt 8-mal ausdrucken und natürlich wie immer mit 100% Skalierung. Hier ist euer Prüfquadrat und zum einen, vielleicht sind euch zwei Sachen aufgefallen, die leicht unterschiedlich sind zu FPP, zu meinen sonstigen FPP-Vorlagen. Zum einen sind hier keine Buchstaben, denn jeder Keil ist in jedem Projekt immer genau gleich. Das heißt, es braucht keine Teile A, B, C, D, denn wie gesagt, sie sind alle gleich. Das heißt, ihr braucht nicht verwundert sein. Die reine Zahlenaufzählung reicht hier an dieser Stelle. Außerdem seht ihr hier noch eine zusätzliche rote Linie. Es ist im Schnittmuster auch noch genau erklärt, wann und wie die rote Linie zu beachten ist, aber ich wollte es trotzdem hier noch einmal zusammenfassen. Wer ein großes Kissen nähen möchte, der näht die Vorderseite, die FPP-Vorderseite des Kissens mit diesen Keilen. Und als Nahtzugabe muss die rote Linie hier oben beachtet werden. Denn ist dann einmal das Oktagon für die Kissenvorderseite fertig und ihr habt entlang der roten Linie ausgeschnitten, könnt ihr das Kissen hier mit einer halben Inch Nahtzugabe zusammennähen. Das ist wichtig, damit euer Kissen auch stabil genug ist schlussendlich.
Näht ihr dagegen die Platzsets, wollt ihr eine ganz normale Viertel-Inch-Nahtzugabe auch außerhalb rund um das Oktagon haben, und dann beachtet ihr einfach hier die schwarze Linie und könnt die rote Linie komplett ignorieren. Also Kissen entlang der roten Linie ausschneiden, hier natürlich einfach weiterhin die schwarze, und für das Platzset einfach rundherum genau auf der schwarzen gestreichelten Linie ausschneiden. Für die Minis sind alle Keile auf einer Vorlage drauf, einfach damit ihr Papier sparen könnt. Ihr geht aber genauso vor, wie ihr das auch bei den Kissen tut. Manch einer macht sich Sorgen, wie das denn im FPP-Prozess ist mit den Nahtzugaben und was ist, wenn ich Nahtzugaben zurückschneide und dann das nächste Feld ansetze und dann nähe ich dann doch noch über die Nahtzugabe vom Vorfeld oder so. Das ist alles kein Problem. Wer mag, der kann ein Eighth Ruler benutzen, also anstatt Add a Quarter, anstatt ein Viertel-Inch-Nahtzugabe stehen zu lassen, nur eine Achtel-Inch-Nahtzugabe stehen lassen. Das ist aber nicht notwendig. Ich mache das nie. Ich nähe immer mit Viertel-Inch. Teilweise gibt es dann mehrere Lagen, die aufeinander treffen bzw. relativ dick aufeinander liegen. Das ist aber überhaupt kein Problem und funktioniert ganz, ganz wunderbar. Ein wichtiger Punkt, der wirklich alle drei Projekte betrifft, ist der, dass ihr wirklich an allen Stellen des Prozesses vorsichtig bügeln müsst. Denn hier sind ganz, ganz, ganz viele Nähte oder offene Stoffkanten in den unterschiedlichen Prozessschritten, die im schrägen Fadenverlauf geschnitten sind. Wenn ihr jetzt über diese Stoffkanten mit dem Bügeleisen wischt, dann kann es sehr schnell zum Verziehen kommen und eure einzelnen Keile zum Beispiel verziehen und verzerren sich. Und wenn das passiert, dann wird es schwierig mit dem Zusammensetzen eures Oktagons. Deswegen ganz wichtig, dass ihr im gesamten Prozess einfach sehr vorsichtig arbeitet, wenn ihr zum Beispiel den Stoff umklappt, nachdem ihr ein Feld bedeckt habt, dass ihr ganz vorsichtig die Kante einmal mit den Händen schon mal oder mit den Fingern schon mal quasi vorbügelt und dann mit dem Bügeleisen immer wirklich von oben drauf drückt oder presst und nicht wischt. Oft werde ich gefragt, wann denn nun am besten das Papier entfernt wird. Und meistens wird empfohlen, dass das Papier einfach ganz zum Schluss entfernt wird. Also wenn zum Beispiel euer Oktagon so zusammengesetzt ist. Bei mir stehen jetzt hier übrigens Ecken. Das sollte bei euch nicht passieren, wenn ihr näht. Ja, also nicht wundern, wenn es bei euch anders aussieht. Das liegt einfach daran, dass ich mit einer älteren Vorlage hier gearbeitet habe. Also das Papier entfernen. Oft wird empfohlen, dass erst, wenn das quasi euer Block fertig ist, also an dieser Stelle das Papier empfohlen wird. Ich persönlich mag das nicht, denn das wird sehr, sehr, sehr fummelig, wenn so viele Nahtzugaben noch im Weg sind. Deswegen nehme ich das Papier schon raus, wenn ich die einzelnen Keile genäht habe. Aber auch hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, dass das ganz, ganz vorsichtig passiert, eben wegen dem schrägen Fadenverlauf, und deswegen können sich die Keile schnell verziehen. Also zieht das Papier auf jeden Fall seitlich weg, also quasi so und nicht so. Ja? Dann habt ihr wenig Zug auf eurer Naht und auf eurem Stoff. Das Schnittmuster ist definitiv für Anfänger geeignet. Wer noch nie FPP genäht hat, für den habe ich mein FPP-Video unter diesem Video verlinkt. Dort führe ich euch Schritt für Schritt durch den Prozess des Foundation Paper Piecings. Wer schon mal ein FPP-Projekt genäht hat, der wird auch definitiv diese Oktagone und die Karneval-Projekte nähen können. Der schwierigste Moment ist quasi, wenn man zwei Hälften des Oktagons zusammensetzt und die Mitte treffen möchte. Das kann ab und zu mal ein klein wenig schief gehen.
Besonders dankbar dabei sind die Nadelkissen und auch die Sofakissen, denn wie ihr seht, wird die Mitte von einem Knopf verdeckt und somit ist es gar nicht so wichtig, ob die Mitte gut getroffen wird oder nicht, denn jeder kleine Fehler wird an dieser Stelle versteckt. Ein paar Worte möchte ich noch dazu verlieren, ob euer Projekt gequiltet wird oder nicht. Die Platzsets, die werden definitiv gequiltet, quasi wie ein Mini-Quilt, und das bekommt dann zum Schluss noch ein Binding verpasst. Bei den Nadelkissen empfehle ich nicht zu quilten, denn dadurch werden eure Schichten hier beim Nähen, beim Drannähen des Rands, wird doch sehr, sehr dick, und es ist auf dem kleinen Maßstab eh schon ein wenig fummelig, das Ganze zusammenzunähen, und wenn ihr die Vorderseite quiltet, wird es noch ein bisschen schwieriger. Deswegen empfehle ich bei der kleinen Größe die Vorderseite hier nicht zu quilten, bei den Kissen aber definitiv schon. Ich habe das hier mit ein paar Handquiltstichen verschönert, einfach weil ich da gerade sehr, sehr viel Freude dran habe. Das könnt ihr natürlich auch mit der Maschine tun. Ihr müsst nicht per Hand quilten. Das Quilting gibt eurem Kissen aber einfach und euren Kissennähten vor allen Dingen hier auf der Vorderseite aber einfach nochmal ein bisschen mehr Stabilität und gleicht das Ganze auch visuell ein bisschen aus, wenn das Kissen mit der Zeit dann doch viel geknautscht und benutzt wird, dann entstehen manchmal so ein bisschen Beulen im Futter. Das kann man natürlich immer wieder in Form so ein bisschen quetschen, aber das Quilting oder die dickere Schicht auf der Vorderseite, die macht das optisch doch alles ein bisschen glatter und schöner. Ja, wie quiltet ihr das Ganze jetzt? Das bleibt natürlich euch überlassen und ihr könnt da viel Spaß mit haben. Wie ihr sehen könnt, mag ich es bei diesem Design einfach sehr, sehr, die quasi Echolinien des Quiltdesigns, des Patchwork-Designs zu quilten. Also ich schaue mir an, welche Linien, welche Muster gibt es in diesem FPP-Design, und dann quilte ich einfach Linien parallel zu den Nähten in einem Viertel-Inch-Abstand. Ich zeichne mir das mit einem Hera-Marker vor und dann quilte ich das Ganze nach. Hier habe ich das auch gemacht, hier habe ich aber zum Beispiel in den Diamanten innen gequiltet und hier in der Mitte ziemlich dicht, hier das Ganze weggelassen, hier auch. Man kann auch wunderbar mehrfach Echolinien hier zum Beispiel quilten. Hier habe ich nur jeweils eine Linie gequiltet. Also auch da kann man trotzdem variabel arbeiten, mit Varianz arbeiten, aber die Linien unterstützen dieses schicke Mandala-ähnliche Patchwork und heben das hervor, und es ist einfach wirklich, es ist wahnsinnig unkompliziert, zum einen zu markieren, zum anderen aber auch zu quilten. Ich wollte euch auch noch ein paar Tipps da lassen zum Nähprozess selber. Wie gesagt, ein schwieriger Punkt kann sein, die Mitte zu treffen von den Oktagonen. Und wer aber die kleinen Kissen, Nadelkissen oder Sofakissen, die großen Sofakissen näht, braucht sich keine Sorgen machen, denn der Knopf versteckt das Ganze. Der nächste Punkt, der ein wenig knifflig sein kann, insbesondere bei den Nadelkissen, einfach weil wir auf so einem wirklich sehr kleinen Arbeitsfeld arbeiten müssen, ist das Annähen des Randes dieses Teils hier. Und da habe ich im Schnittmuster schon ein paar Worte zu verloren, aber wollte hier auch nochmal das Ganze ein wenig demonstrieren. Und zwar geht es um das Setzen der Knipse. Im Schnittmuster seht ihr, dass dieser Schlauch, der Außenschlauch, hier an den Rand angebracht wird und festgesteckt wird. Und ihr orientiert euch an den Markierungen. Im Schnittmuster steht genau beschrieben, wie die Abstände, wo die Markierungen hin müssen und so weiter. Also keine Sorge. Und ihr bringt das Ganze hier an.
Also ihr orientiert euch hier mit euren Markierungen und ihr startet immer bei der Nahtzugabe an den einzelnen Ecken. Und dann arbeitet ihr euch einfach rund um euer Nadelkissen oder auch um euer Kissen drum herum und steckt das Ganze fest. Ich mache das jetzt einmal hier für ein paar Ecken. Okay, das reicht zum Demonstrieren. Allerspätestens beim Festnähen eures Schlauches werdet ihr sehen, dass an den Ecken euer Randschlauch sehr auf Zug legt, hier auf Spannung liegt, eben immer wenn der Schlauch quasi einmal um die Ecke muss. Das ist ganz normal, kann es aber ein wenig schwieriger machen, das Ganze zu nähen. Theoretisch gesehen müsst ihr nichts machen und könnt mit der Spannung leben und arbeitet einfach weiter, alles gar kein Problem. Aber ich setze gerne Knipse, die mir dann so ein ganz klein wenig beim Ausformen helfen, aber erst nachdem ich meinen Schlauch festgenäht habe. Dann setze ich Knipse an den Ecken, einfach um die Spannung rauszunehmen. Und die Knipse setze ich aber auch wirklich nur 2 bis 3 mm tief, also nicht zu tief schneiden. Und wer beim Annähen Schwierigkeiten hat, das Ganze genau hinzukriegen, gerade bei den Kleinen, aber also für die großen Kissen gilt das Gleiche, aber gerade bei den Kleinen kann es wirklich doch ein wenig schwierig sein, das Ganze dann genau zu treffen, genau zu nähen und so weiter auf der kleinen Arbeitsfläche. Der kann auch entweder schon vor dem Stecken die Knipse setzen, also anstatt eine Markierung mit einem Stift, könnt ihr einfach einen 2 bis 3 mm tiefen Knips setzen, das hilft euch beim Feststecken. Oder auch, mir ist das halt so ein bisschen beim Handling riskant, ich habe immer Angst, dass mein Stoff dann weiter einreißt oder aufribbelt oder so. Ihr könnt aber auch beim Nähen selber, also immer wenn ihr an eine Ecke kommt, das Ganze drehen und dann quasi unter der Nähmaschine mit der Nadel unten noch einen Knips reinsetzen, wenn ihr da eine Schere mit einer scharfen Spitze habt. Und dann hilft euch das, dann in der nächsten Kurve euren Streifen richtig an die Kante zu positionieren und das Ganze dann wirklich sehr genau zu nähen. Also hier, das ist nochmal ein Tipp zum Setzen der Knipse beim Rannähen. Annähen des Schlauches, des Randschlauches. Noch ein weiterer kleiner Tipp zur Arbeitserleichterung. Die Rückseiten sowohl für die Nadelkissen, ganz viele Fäden hier, sowohl für die Nadelkissen als auch für die großen Kissen. Da gibt es Vorlagen in der Anleitung. Gerade für die großen Kissen müssen diese Vorlagen zusammengesetzt werden aus mehreren Blättern, einfach weil sich so ein riesiges Oktagon ergibt. Wer mag, kann sich auch sein fertiges Oberteil nehmen, also sein fertiges Oktagon. Wir stellen uns vor, das ist noch nicht gequillt und hat noch keinen Rand. Ihr habt einfach euer FPP-Oktagon zusammengesetzt, legt das auf euren Rückseitenstoff und dann nehmt ihr das als Schablone und zeichnet quasi einmal rundherum und schneidet das Ganze aus. Die Kissen, es kann sein, dass das Ganze dann irgendwie 1, 2, 3 mm hier und da abweicht, aber so ein Kissen ist ja doch groß, dreidimensional, die Füllung verzieht es manchmal ein bisschen, es wird kaum auffallen. Und auch beim Annähen des Rands, wo es ja doch auch, also gerade hier bei den Nadelkissen, aber auch bei den großen Kissen, kann es schon mal sein, dass der Rand dann doch ein bisschen knapp ist oder dass plötzlich ein bisschen mehr Stoff von eurem Oktagon übrig ist oder so. Da könnt ihr auch ruhig ein wenig das Ganze passend machen. Wenn mal was beim Zusammennähen oder so nicht 100% genau geklappt hat oder eben beim Abpausen der Rückseite, dann könnt ihr euren Randstreifen, wenn ihr merkt, das geht einfach nicht, dann zieht ihr den halt ein Stückchen nach unten zum Beispiel oder legt das Ganze ein bisschen extra auf Spannung. Also da könnt ihr das Ganze auch ruhig ein bisschen passend machen. Und selbst wenn es, wie gesagt, selbst wenn es dann an irgendeiner Stelle vielleicht 1, 2, 3 Millimeter von der Seite fehlt oder das Ganze flacher ist oder so, das wird nicht auffallen bei so einem dreidimensionalen Projekt. Also
macht euch das Leben da nicht zu schwer und macht euch keine zu großen Sorgen. Es ist in Ordnung, das Ganze passend zu machen. Bei einem weiteren Tipp von mir geht es um Füllwatte. Und zwar um die Tatsache, dass ich gerade für diese Nadelkissen hier gar keine Füllwatte benutzt habe. Denn ich habe es einfach nicht ins Geschäft geschafft und hatte keine mehr da. Was ich stattdessen gemacht habe, ist, ich habe meine kleinen Fließreste einfach auf eine alte Schneidematte gelegt, habe mir mein Rollschneider mit alter Klinge genommen und habe einfach wie wild kreuz und quer geschnitten, bis ich dann einen ganzen Schwung kleiner Fließreste hatte. Und ihr seht vielleicht hier den Unterschied. Also hier ist tatsächlich Füllwatte drin und hier nicht. Mit dem Vlies sind die Nadelkissen kompakter, fester. Ich finde tatsächlich sogar Form schöner und behalten ihre Form auch besser. Ich will es auch unbedingt nochmal für ein großes Kissen ausprobieren. Wobei da brauche ich richtig viele Vliesreste. Und das Problem ist halt, dass sie doch ziemlich klein geschnitten sein müssen, weil sie doch sonst zu schnell seltsame Formen innerhalb des Kissens bilden. Also so kann man das Ganze viel besser und flexibler verteilen. Aber ich mag dieses feste, kompakte von den Nadelkissen und formstabile doch sehr, sehr, sehr. Also der Prozess macht jetzt nicht so viel Spaß. Aber wer da gerne seine wirklich kleinen Fließschnipselreste oder Streifen oder so, anstatt sie wegzuschmeißen, vielleicht doch nochmal versuchen möchte zu verwerten. Gerade für die Nadelkissen braucht man ja jetzt nicht so viel. Also diese Tüte hier wird 2 Nadelkissen füllen. Dem kann ich das empfehlen, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich bin tatsächlich über diese Notfalllösung gestolpert und bin aber tatsächlich sehr begeistert. Wer aber mit normaler Füllwatte arbeiten möchte, dem möchte ich noch sagen, dass die Kissen doch wirklich eine riesige Menge an Füllwatte brauchen. Meine Tester haben für die kleinen Kissen in etwa eine Füllung des IKEA-Kissens inne benutzt, also diese sehr günstigen Kisseneinlagen, die es beim Möbelschweden gibt, die kann man einfach aufschneiden und dann die Füllwatte benutzen. Das ist eine sehr günstige Möglichkeit, um an viel Füllwatte zu kommen. Ich mag meine Kissen sehr, sehr fest und ich habe leider hier in Neuseeland keinen Zugriff zu IKEA. Deswegen habe ich andere Kissen zerschnitten, riesige Sitzkissen zerschnitten, die ich günstig gekauft habe und die Füllung genommen. Ich würde aber schätzen, dass hier mindestens 2,5 Füllungen von diesen IKEA-Kissen drin sind. Und das ergibt da ein wirklich sehr festes Kissen. Ja? Also um abzuschätzen, wie viel ihr braucht, ich würde sagen, irgendwo zwischen 1 und 3 IKEA-Kissenfüllungen, je nachdem, ob ihr das kleine oder das große Kissen näht und je nachdem, wie fest ihr gerne eure Kissen haben möchtet. Habt ihr nun die Füllung in euren Kissen drin, manchmal ist es ja wirklich tatsächlich ein bisschen schwierig, die Füllung gut zu verteilen. Und gerade dadurch, dass das ganze Teil ja 8 Ecken hat, das macht das Ganze nicht leichter. Ich kann euch empfehlen, das Ganze zu rollen. Also das ist jetzt schon sehr, sehr fest. Ich habe das Rollen halt immer wieder zwischendurch gemacht, aber ruhig mit viel Kraft die Füllung von der Mitte immer wieder nach außen drücken beim Befüllen des Kissens, damit ihr auch wirklich hier ordentlich und viel und fest die Füllung verteilt haben. Also diesen Tipp des Rollens des Kissens, das muss das Kissen auch einfach wirklich abkönnen. Ja? Also wir wollen das ja auch benutzen. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, um die Füllung nach außen zu bekommen. Und ihr wollt so oder so in der Mitte ja so eine kleine Kuhle haben, weil da ja dann euer Knopf letztendlich reinkommt.
Ja, und apropos Knopf, da möchte ich euch noch einen Tipp geben, den, der von einer Testerin von mir kommt. Die hat nämlich hier hinten auf die Rückseite in ihrem Kissen ebenfalls noch einen Knopf gesetzt. Das habe ich dann auch tatsächlich mit in das Schnittmuster aufgenommen, diesen Tipp. Denn hier herrscht doch ordentlich Spannung. Wenn man hier den Knopf vor allen Dingen relativ stramm zieht, dann ist hier auf dem, dem Stoff doch recht viel Spannung, denn so ein Kissen wird ja auch geknautscht benutzt und so weiter. Und wenn man das Ganze nur am Stoff befestigt, ich habe versucht, relativ viel Stoff, also zwischen ein und rein und raus der Nadel, habe ich versucht, relativ viel Stoff zu fassen. Aber mit der Zeit kann es sein, dass der Faden doch immer wieder an meinem Stoff reißt, daran zieht und dass das Ganze mir hier vielleicht durchreißt. Ja? Wenn ich aber einen Knopf dagegen setze, auf der Rückseite, dann habe ich nicht das Problem, dass mein Faden so sehr in den Stoff schneidet und der Knopf hilft, das Ganze dann ein wenig langlebiger zu machen. Also das ist definitiv ein Tipp, den ich weitergeben möchte. Setzt doch gerade bei den Kissen vorne und hinten einen Knopf. Hier müsst ihr das nicht machen. Hier ist ja nicht viel viel Zug oder Belastung drauf und wir legen uns ja jetzt auch nicht drauf oder knautschen das sehr. Also bei den kleinen Nadelkissen ist das nicht notwendig. Okay, ich hoffe, damit habe ich auch alle offenen Fragen, die es vielleicht noch geben könnte, zu meinem neuen Schnittmuster Karneval beantwortet. Ich freue mich wie immer riesig darauf zu sehen, was ihr mit diesem Schnittmuster macht. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel Potenzial, um wirklich ganz viele tolle Versionen zu ergeben. Vergesst nicht, eure Ergebnisse mit meinem Hashtag Quiltwerke Karneval zu markieren, damit ich sie auch finden kann. Ich will unbedingt sehen, was ihr näht. Und so können wir uns auch wie immer gegenseitig inspirieren. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Ihr könnt mich immer unterstützen, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert, meinem Kanal folgt. So finden mich auch noch andere Menschen, mich und meine Schnittmuster. Natürlich könnt ihr mir auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen folgen, auf Instagram unter @quiltwerke oder ihr kommt in meine Facebook-Gruppe, die Quiltwerke-Community. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer unter diesem Video. Und dann habe ich heute auch noch ein zweites Video für euch. Und zwar erkläre ich euch in dem zweiten Video, wie ihr an Oktagone oder an Ecken, die halt keinen rechten Winkel haben, ein Quiltbinding anbringt. Also schaut mal im Kanal vorbei, da gibt es das andere Foto jetzt, das andere Video ebenfalls zu sehen. Das hilft euch dann sowohl für die Platzsets als auch für andere zukünftige Projekte, wenn ihr denn mal ein Binding anbringen müsst, das nicht in einem rechten Winkel verläuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit Karneval und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!